So, nachdem ich letzte Folge das Ding hier einfach so mal reingedrückt habe, haben wir jetzt die Wahl zurückzugehen oder weiter nach Süden. Dann gehe ich einfach mal nach Süden. In der Hoffnung, dass hier noch irgendwo solche Altäre rumstehen. Okay, wir haben nur die Wahl zurück oder nach Westen. Ah, schön. Da ist der nächste. Dann drücken wir einfach mal wild rum. Also ja, ich hätte mir wahrscheinlich merken sollen, in welcher Himmelsrichtung der andere ist und dann dementsprechend hier das reinpflanzen, aber die drei, vier Versuche können wir auch kurz machen. So, da kommen wir her. Da ist der nächste Altar. Und dieses Loch da, wo wir gerade rumtänzeln, ist dann bestimmt das Auge der Erde. Passt nicht. Passt. Ich finde das echt irritierend, dass diese Drehungen teilweise so ganz kurz sind. Also da geht es wahrscheinlich zurück zu dem Altar. Das heißt, ich muss jetzt hier lang. Ja, gut. Das ist dann der letzte. Und da haben wir den Eingang. Okay. Yay, neuer Dungeon. Und der sieht. Dieser Ort hat nichts Irdisches. Schauer laufen mir den Rücken herunter. So viel Schauer, dass du nicht mit deinen Lippen bewegst beim Sprechen. Ja, das muss schon übel sein. Und Teleporter, überall Teleporter. Ja. Bisher aber keine Gegner. Was zur Hölle ist das? Ach so, soll eine Tür sein. Okay. Wir haben vier Teleporter und den Ausgang. Es ist nicht wirklich. Ah ne, das ist der Ausgang. Da ist ein komischer Mann, wo wir nicht näher rangehen können. Müssen wir da vielleicht irgendwas reintun? Aber komisch, dass er hier nichts sagt. Und dass wir gar nicht erst dahin gehen können, obwohl da keine Barriere ist oder dergleichen. Na gut, werden wir wohl übel in die Teleporter springen müssen. Das heißt, wir fangen an mit A. A, Ausgang 1. Och nö. Nee, nicht ihr schon wieder. Komm, stirb schnell. Boah, die habe ich ja gar nicht vermisst. Die kennen wir noch aus der Mine in der unterirdischen Stadt. Und die sind tierisch laut. Also so ähnlich wie das blaue Feuer und diese komischen Bienenwesen im Vergleich zu den anderen Gegnern. Also tierisch laut und nervig. Aber wenigstens sterben sie jetzt relativ schnell, dank unserer neuen Waffe. Oh. Und die Druckplatte, da scheint die zu spawnen. Oh ja. Auch doof. Ja, nee. Die lassen wir mal schön da. Also, wenn wir Heilung brauchen oder Mana, können wir in A reinspringen und kommen dann da oben raus. Gut. Dann gucken wir, was B macht. Ich hoffe mal, hier kommen noch andere Gegner außer die Clowns. So, das ist B, Ausgang 1. Und herrliche Stille. So, was hast du zu sagen? Wie ein unsichtbarer Wandteppich sind Wege vor dir verborgen.
Gehst du in die richtige Richtung, öffnet sich manch unsichtbarer Gang. Huh. Okay, und du? Wie ein unsichtbarer... Genau das Gleiche. Ich habe das Gefühl, hier kommen Dreher, also speichere ich einfach mal ab. Bisher keine. Aber ein Stein. Und Druckplatten meide ich jetzt erstmal, weil die eine Druckplatte hat diese Clowns gespawnt und ich brauche nicht unbedingt mehr von denen, als ohnehin schon da sind. Oh. Das scheint ein Gegner zu sein. Der. Ist das eine Anspielung auf Der unsichtbare Mann? Oder wie hieß der Film? Der eine Typ sich unsichtbar gemacht hat und man ihn halt nur im Regen sehen konnte oder wenn er irgendwie mit Mehl beworfen wurde. Na gut, sterben tun sie schnell, sie vergiften nicht und sie sind nicht ganz so laut und nervig wie die Clowns. Also eine willkommene Abwechslung. So, Schild wieder in die Hand und da... Noch ein Stein und den ganzen Weg nochmal zurück. Aber die Gesichter meinten ja, wenn man einen bestimmten Weg geht, öffnet sich so manch geheime Tür. Ich denke, damit sind die Druckplatten gemeint. Ups. Wenn man die Druckplatte in der richtigen Reihenfolge drückt. Also fangen wir mal an. Nix. Und ich gehe jetzt mal so ein Schlangenmuster hier so rum. Und guck, ob das irgendwas macht. Bisher rein gar nichts. Oh, doch, das ist aufgegangen. Und was ist das da? Seht ihr diese blauen Kreise? Reflektor. Okay. Sind immer noch offen. Sind immer noch offen. Schön, schön. Die Reflektor haben, glaube ich, nur Zauber zurückgeworfen, was für uns ja ziemlich egal ist. Ja, blöder Clown, du stirbst jetzt ganz schnell, denn wir wollen da an die Kiste ran. Drachensigille des Windes. Ah, okay, also hatte ich doch recht, man muss die komischen Drachen da reindrücken bei dem Mann. Wo nicht weiter kam am Anfang. Elixier des Feuerwiderstandes. Magische Verkleinerung. Ja. Ist okay. Dann schauen wir mal auf die andere Seite und. Ach. Nein, da wollte ich gar nicht rauftreten. Aber das scheint die offenen Wände hier nicht beeinflusst zu haben. Erhöhte magische Macht. Schön, schön. Neuer Slot. 62a. Die beiden müssen wir in Ruhe lassen. Und jetzt wird alles neu geladen, was unter 50 ist. 72, das ist doch mal ordentlich. Und Drachensigille des Wassers. Wir haben bisher Wind und Wasser. Werden wir wahrscheinlich noch zwei Stück finden. So. Hier war auch noch eine Wand. Also eine offene Wand. Feuerwiderstand, Fleischsymbol, magischer Würfel und nichts mehr. Wollen wir jetzt hier weiter probieren, ob sich noch irgendwelche Wände öffnen? Na, ja, können wir einmal kurz machen. Ich laufe jetzt nochmal einmal rückwärts, eine Schlange. Weil theoretisch ist da ja noch genug Platz für da noch so ein Gang und da noch ein Gang, wo jeweils eine Drachenstatue ist. Aber bisher geht da nirgendwo irgendwas auf. Nee, da gibt es jetzt zu viele Kombinationsmöglichkeiten. Nee, nee. Dann springen wir mal in den Teleporter und gucken, ob wir irgendwo anders die beiden Statuen finden. Oder ob die beiden auch schon reichen vielleicht. Den Teleporter und den hier muss ich nicht markieren, weil das ist ja der einzige, den man hier wegnehmen kann und der führt immer zum Eingang.
richtig. Gut, also gucken wir mal. Wir haben hier Wind. Wind will er nicht. Wind will er auch nicht. Willst du Wasser? Auch nicht. Also, komisch. Ah, hier sind gleich noch zwei. Dann muss der wohl hier passen. Ich habe jetzt überall einmal gegen gedrückt. Und der will die nicht. Was soll denn das? Wo nehme ich für Äppeln? Oh, es gibt 6 Stück. Oh weia. Ach ja, haben wir ein bisschen was zu tun. Hm? So, da nicht, da nicht. Da nicht. So, dann gucken wir, ob wir jetzt bei dem Typen hier ein bisschen weiterkommen. Ob er sich verändert hat? Nö, sieht immer noch genauso aus wie vorher. Also es sind 6 Dinge, wo man es reinstecken muss. Wir haben bei B 2 Stück gefunden. Das heißt, wir werden jetzt bei C und D wahrscheinlich auch 2 finden. Sonst habe ich bei A irgendwas übersehen. So, also du bist jetzt C. Noch hier hinschreiben, CA1. Auch wenn die anscheinend nur einen Ausgang haben. Oh, stimmt, das haben wir gar nicht getestet. Theoretisch könnte es ja auch sein, dass wir, wenn wir bei A reinspringen, nicht unbedingt immer da rauskommen. Teleporter. Also wir wurden gerade teleportiert, aber da war kein Teleporter sichtbar. Also da irgendwo. Also es gibt keine Sonderzeichen. Fragezeichen? Oh oh. Da ist wieder ein Clown. Die schmeißen ihn mit den Schädeln. Ja, genau, du nerviger, kleiner, geschminkter Typ mit Schellen am Kopf. So. Oh, hier ist gar nicht aufgeschrieben, wo wir rauskamen. Das war hier, ne? CA1. So, die Druckplatte. Ich denke, wenn wir darauf treten, kommt ein Dingens. Ein Clown. Oder auch nicht. Aber da ist ein Teleporter. Na gut. Aber das müssen wir erst später machen. Ich bin gerade durch 2 Teleporter gelaufen, ohne es zu merken. Also wenn ich hier hingehe, hinter dem roten Viereck, komme ich da wieder raus. WTF. Machen wir da mal eine 1 hin. Hier ist nichts. Aber wenn ich da hingehe, 2... Okay, die kann ich gleich wieder löschen. Die bringen gar nichts. Weg, weg, weg. Also, wenn ich da lang gehe, komme ich da oben raus. Und wenn ich dann nach unten gehe, werde ich wieder zurück teleportiert. Wie zeichne ich das ein? Naja, okay, wahrscheinlich werden wir damit rauskommen. Sonst wäre es nicht hinter einer geheimen Wand. Reicht ein kleiner... Ne, nicht den Ast. Wir wollen den kleinen Stein hinschmeißen. Nö. Ja, das könnte jetzt doof werden, weil wir haben keine schweren Sachen mehr, außer die Questgegenstände.
Und wir haben nur noch 2 Steinblöcke. Die würde ich ungern benutzen. Aber haben wir wohl nicht wirklich eine Wahl, hm? Ich hätte echt in einem anderen Dungeon ein paar... Kann man da rückwärts rein? Ja. Ich hätte echt in einem anderen Dungeon ein paar schwere Steinbrocken aufheben sollen. Müssen wir unbedingt dran denken. So, und jetzt verbrauchen wir einen von unseren geliebten Steinblöcken. Ich bin so ein Depp. Jetzt kommen wir da nicht rein. Oh, aber die Reste haben wohl irgendwie gereicht. Und ich bin wieder am Ausgang. Also nee, den Dungeon mag ich nicht wirklich. Aber gut, abspeichern und wir sehen uns nächste Folge.